So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. Ja, wie ich es ja schon gesagt habe. Da ist der Sound, okay. Ich möchte jetzt mal wieder gucken. Sealed Ravnica. Ich brauche halt jetzt echt mal, ich muss diese Gems da bekommen. Also ohne die Gems, glaube ich, werde ich dauerhaft nicht so wirklich weiterkommen. Hier haben wir auch wieder für Gems für 1500. Und da haben wir für 750 dieses Ranked Draft Core Set. Oder für 5000. Okay, bedeutet also, ich müsste 5000 mal zusammenkriegen. Ja, aber liegt dann einiges an Arbeit vor mir. Dann fangen wir doch einfach mal an. Machen wir doch mal ein paar Matches. Ich bin am Überlegen, mit welchem Deck ich diesmal starten werde. Ich glaube, Walk the Plank, mit dem komme ich eigentlich so mit am besten zurecht. Dann gucken wir mal, was da am Start ist. Ich hätte jetzt auch mal gucken müssen, welche Farbe. Nee, komm, ich gehe auch nur auf Cancel. Ich will noch mal wissen, bevor ich das mache. Blue or Black Spells? Ja, das ist doch perfekt. Blue or Black Spells? Blue or Black? Ja, machen wir doch so. Genau. Ich wollte auch noch mal Cancel. Sorry. Mach noch mal Cancel. Ready, okay. Geht nicht mehr. Gegen Nacho. Okay, dann kämpfen wir gegen Nacho. Schauen wir mal. Ich habe doch erst vor kurzem diese Karten bekommen, die wollte ich doch haben. So, Submerged Island, Land, Land, Land. 2, 3, Fly. Ja, komm. Keep. Wir haben genügend Länder, wir haben Kreaturen, die wir relativ schnell ausspielen können. Und dann fangen wir doch damit einfach mal an. Okay, er weiß jetzt, ich habe wohl ein schwarz-blaues Deck, das kann er sich jetzt denken. Er hat auch ein schwarzes Deck. So, und dann fangen wir doch gleich mal mit dem hier an. Ja, okay, also. Ich möchte mir jetzt mal deine Karten angucken. Was haben wir denn? Open the Graves. Was hat er denn überhaupt alles? Er hat hier Haste. Er hat Swamp und Resembling Skeleton. Dann hat er einen Death Baron. Swamp, die zwei kann ich mir creeping. Chill deals 3 damage to each opponent and you gain 3 life. When creeping, chill is put into you may exile it. If you do creeping, you gain 3 life. Whenever a non-tech. Ja, nö, das möchte ich weghaben. So. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was hat er denn da noch alles? Battlefield tapped. Da habe ich mir schon fast gedacht, dass er damit jetzt ankommt. Aber soll er von mir aus machen? Ja, mach den mal da weg da. So, und jetzt greifen wir einfach an. Ein Attacker. So, den ersten Schadenspunkt haben wir jetzt gemacht. Ja. Ja, das würde ich gerne machen, ne? Ey, wer ist? Ach so, ich habe ja gar nicht so viel. Cancel, ich bin ja. Oh mein Gott. Ich muss ja noch ein Land ausspielen. Jetzt kann ich ein neues spielen. Meine Güte. So. Ja, mit dem greifen wir mal an und mit dem greifen wir auch an, mit zwei Attackers.
Sonst holt er es wieder zurück, okay. Oh, das ist natürlich übel, ne? Sorry, aber der ist echt übel. Er hat ein Flying. Kann den ja eh nicht blocken. Mit dem, das heißt, mit dem kann ich sowieso angreifen. Kannst nichts dagegen tun. Er hat irgendeine Sorcery auf jeden Fall auf der Hand. Flying, flying, flying. Das heißt, ich habe jetzt hier 5 Angriff schon. Mal kurz gucken. Mit dem mal stehen kaputt. Ja, und das andere lohnt sich nicht wirklich. Dann soll er von mir aus den durchlassen. What? Das fand ich jetzt nicht nett von ihm. Jetzt kaufen wir mit allen dreien an. Thank you.
Ja, jetzt musst du überlegen, ne? Wenn du jetzt nichts gegen Flying hast, mein Freund, bist du gleich tot. Bringt dir doch nichts, 2 Runden lang. Behalte ich jetzt auf der Hand. So, jetzt kannst du es dir selber ausmalen, was jetzt passiert. Komm, mach Pressure, 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 Pressure. Du greifst wirklich an. Ich bin doch nicht doof. No blocks. Nur Kollege, dadurch hast du jetzt eigentlich verloren, ne? Mach ich dann links. So, wir gucken jetzt erstmal. Ich werde jetzt hier mit Flying, Flying. Den kann er blocken. Mit seinem Zombie muss er blocken sogar. Muss den hier blocken. Und dann ist aber sein Baron weg. Jetzt hat er noch ein einziges Leben. Ja, walk the plank, würde ich mal sagen, hat dich jetzt zerstört, mein Freund. Trödel, komm, auf. Trag's wie ein Mann. Auf. Komm schon. Ist los? Dass sie irgendwie mal alles ein bisschen kleiner machen, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen groß hier, oder? Und den mal so ein bisschen darüber. Mach ich das mal ein bisschen kleiner. So. Sieht man ja sonst fast gar nichts hier. So, gehen wir wieder dahin zurück. Ja, du hast nur noch ein Leben. Ja. Gib doch auf, Mann. Das haben wir gewonnen. Was bin ich wieder bei? Bronze Tier 1. Alles klar. Cool. 250 habe ich bekommen dafür. So, 5 Kreaturen müsste ich noch. 22 Blue or Black Spells. Alles klar. Wollen wir gerade nochmal. Nächstes Match. Ich liebe Walk the Plank. Walk the Plank ist echt ein geiles Deck. Johnny 320. Oh, Johnny. Ah, Johnny. Oh. Bleiben wir dabei. Starten wir jetzt einfach mit dem Match. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Ist ja jetzt ein relativ schnelles Ding hier. Schnelles. Hier, mit dem können wir gleich rauskommen. Island.
Ja, ich bin dran, okay. Dann fangen wir gleich mit dem an, dann kommen wir auch gleich mit dem raus. Okay, er spielt ein weißes Deck. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da am Start? When hunted, create a one with lifelink. Okay. Alles klar. Not a flying. Kann ich einfach attackieren. So. Und gleich mal ein paar Leben runterziehen hier, dass der ganze Kram hier nicht so lange dauert, Kollege. Ja, kannst du machen. Komm, greif an. Ist alles in Ordnung. Ich bin dir nicht böse. Ist mir jetzt aber auch egal. Verliere ich jetzt zwei Leben. Bei dem greife ich wieder an. Ah ne, ich habe ja hier den. Stimmt, das ist ja ein Pirat. Siren Pirate Wizard. Siren Storm Tamer ist ja ein Pirat. Also insofern scheißegal. Cool. Mega nice. Was kommt. Oh nein. Was kommt denn mit dieser Scheiße da an? Oh nee, Alter. Nicht wirklich, oder? Thank you.
Tja, wenn er es nicht blocken kann, ist er in der nächsten Runde tot. Vigilance blocken. Das war's. Alles andere lasse ich durch. Wird er von mir erst angreifen. Ich würde sagen, das war's, mein Freund. Ich bin in Silbertier aufgestiegen. Ja, mega. Mega. Geil, 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 geil. Claim Prize. Komm, die beiden holen wir uns jetzt auch noch schnell hier. Mega geil. Ich bin in Silber, in den Silberrang aufgestiegen. Ich bin in den Silberrang aufgestiegen. Jawohl. Jetzt bin ich schon mal nicht mehr Bronze. Bin schon Silber. Gegen Moni. Komm, ich werde schon in den nächsten Runden irgendwie eine Karte bekommen. Geht schon irgendwie. Scheiße, der hat natürlich ein schnelles grünes Deck. Ich befürchte, das wird mein Tod werden. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Oh, nee, oder? Nee, den will ich nicht blocken. Ja, das ist natürlich jetzt wieder mal eine Kacksituation hier irgendwo, ne? Ich jetzt mit dem Angreifer, es hilft mir alles nichts. Ich muss jetzt erstmal hier, ich muss einen zum Blocken mit reinnehmen. So. Dann könnte ich theoretisch den damit blocken und den damit blocken.
Das ist jetzt natürlich weniger schön. Mein Gott. Was soll ich machen? Ich kann mit dem eh nicht blocken. Das heißt, ich muss mit dem angreifen. Jetzt bin ich tot. Okay. So, mit 30 Kreaturen attackieren, um dann die 500 zu bekommen. Noch 10 Spells und einen Win. Dann hätte ich alles 3 fertig. Silber. Silver Rank, mega. Ready. Also auf geht's. Das ist natürlich gut. Flying. Da könnte ich eigentlich gleich schon anfangen, das ist in Ordnung. Oh, das ist natürlich schon echt übel, ne? Das behalte ich. Wieder so ein scheiß weißes Deck, okay. Macht aber nichts. Alter. Alter, was ist hier los? Hat man nicht gesehen, okay.
Ich habe ja einen Piraten. Da, Siren Pirate. Jetzt glaube ich mit den beiden an. Können ja nicht geblockt werden. Ich hätte 6 Schaden, er hat auch 6 Schaden. Warum geht es nicht? Was war denn das jetzt? Ach so. Okay. Ich ahne Übles. Dann spiele ich doch jetzt mal das Ding da aus.
Tja, wenn er jetzt nichts macht, ist er in der nächsten Runde tot. Du checkst das gerade, ne? Kein Ding, ey, Kollege. Das ist Vigilance. So, mein Freund, und jetzt geht das genau in die andere Richtung. Fünf, sieben, neun, 15. Das sind genau 15. Das sollte eigentlich reichen. Mit den. Die greifen an. Das sind 15 Schaden. Bam. Kaboom, mein Freund. Kaboom. Silberteil 4. Oh ja, jetzt gab's ordentlich mal was drauf. 3150. So, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wenn ich sowas hier sehe, was kriegt man denn da? 50 Gems und ein Pack. 100 Gems und ein Pack bei einem Win. 200 Gems und ein Pack. Da würde ich die Gems zusammenbekommen. Das heißt also, ich denke ja wohl, dass ich ja wohl irgendwie einen Win, null Wins kriege ich immer noch 50 Gems in einem Pack. Hier 100 Gems. Komm, wir sparen dann mal auf hier diese 5000 da und dann machen wir mal diesen Ranked Draft Core Set 2019. Oder? Und dann sollten wir, ja, sollten wir ein bisschen was zusammenkriegen. Ich hoffe mal, dass ich ein paar Matches gewinnen werde. Ich glaube, ganz so schlecht werde ich jetzt nicht abschneiden. Und ja, wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal ein. Wenn es wieder heißt Magic the Gathering Arena mit mir, dem Herrn Bereich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.